Hallo und willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute beschäftigen wir uns mit der Orangenente auf Brot. Das ist natürlich ein altes Rezept, was ihr hundertfach im Internet findet, in allen möglichen Varianten. Ich bin mal drauf gestoßen über Jamie Olivers Weihnachtskochen, dachte mir, ach, kochst du mal nach und bin dabei auf multiple Schwierigkeiten gestoßen. Wenn man als Hobbykoch was nachmacht, was so ein Fernsehkoch locker aus dem Arm schüttelt, stellt man schnell fest, da gibt's Probleme. Besonders wenn man sich mit der Ente vielleicht nicht so auskennt. Und deswegen habe ich angefangen rumzuprobieren. Ich habe viele Wege versucht und auch einen Weg gefunden, der jetzt bei mir sicher immer funktioniert. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen bei mir jetzt ein kleines Video dazu, wie ihr sicher, sauber, unglaublich lecker Orangenente auf Brot kochen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir über Ente reden, reden wir in diesem Fall jetzt hier über die Entenbrust. Die Entenbrust hat eine Hautfettseite. Die werden wir nutzen, um eben dieses Fett genau in der Pfanne auch auszulassen. Das gibt unseren Basissud. In diesem Basissud, bisschen mit Orangensaft verfeinert, kann man super Brot dann anrösten. Wenn ich ein bisschen mehr Brot brauche, stelle ich schnell fest, die Flüssigkeitsmenge reicht nicht. Das heißt, hier muss ich ein bisschen verlängern. Wir machen das über Butterschmalz, ihr könnt aber auch verschiedene andere Sachen nehmen. Ich hatte zwischendurch nochmal mit Gänseschmalz versucht. Nehmt aber auf jeden Fall was Hochwertiges. Packt jetzt nicht irgendwie ein Frittieröl oder so ein Mist rein oder hier Palm, Kokosfett, was weiß ich. Nehmt ein gescheites, gutes Schmalz. Das verbindet sich super mit dem, was sowieso schon aus der Ente rauskommt. Und dazu kommen dann, wie gesagt, sowieso noch Orangensaft, ein paar Gewürzaromen. Und dann wird das ein super Sud, in dem man das Brot anbraten kann. Ein Wort zum Brot auch hier ganz kurz. Ihr könnt natürlich alles nehmen, was ihr Lust habt. Habt ihr gerade ein frisches Sauerteig-Roggenbrot gebacken? Nehmt das, das ist toll. Habt ihr gerade nichts gebacken, habt nichts da, vielleicht nur Toastbrot? Nehmt ihr das Toastbrot. Möchtet ihr speziell für den Anlass ein eigenes Brot backen? Macht das, warum nicht? Passt alles super. Wichtig ist bloß, dass ihr irgendeine Art von Brot da habt, die ihr danach in der Pfanne mit anrösten könnt. Ich werde der Einfachheit halber einfach, weil es ja das Basisrezept sein soll, heute auch das Toastbrot verwenden. Und mit dem Toastbrot kann man das wunderbar machen. Noch schöner ist natürlich, wenn man sich sogar das Toastbrot selber backt. Toastbrot selber machen ist eine ganz tolle Sache, ist nicht ganz einfach. Wenn man es aber gut hingekriegt hat und das dann noch anröstet, dann klingeln richtig die Aromen. Ein weiterer Punkt, den man unbedingt bei der Verarbeitung von der Ente, besonders der Entenbrust, beachten muss, ist, wie kriege ich das mit dem Garpunkt hin? Hier bin ich am Anfang wirklich kläglich gescheitert. Das große Problem ist, wenn ich in der Pfanne die Ente anbrate und das Fett schön auslasse, ist es außen kross, im innersten Kern aber noch fast roh, bis wir, wenn die Köche so sagen, schön rosig. Sterneköche mögen das, habe ich mir sagen lassen, sagen, genau so soll die Ente sein. Ich persönlich finde es total furchtbar. Also in der Mitte des Fleisches so einen Klumpen zu haben von fast rohem Fleisch, auf dem man dann noch so rumkaut, mag ich persönlich auch bei Steaks wirklich nicht, da oute ich mich. Ich bin so ein Medium-Esser, ich möchte, dass es in der Mitte gerne mal so ein bisschen rosig ist, was weicher ist. Aber ein Stück rohes Fleisch in der Mitte mag ich gar nicht. Und ich bin über verschiedenste Zubereitungsarten gegangen, habe dann mal die Hitze reduziert und was länger in der Pfanne ziehen lassen. Dann war natürlich irgendwann der Kern auch durch, dafür war aber die ganze Ente total trocken, das schmeckt natürlich gar nicht. Gut funktioniert es, wenn man den Backofen benutzt. Man kann nach dem Anbraten dann mit niedriger Temperatur das Ganze in den Backofen schmeißen, durchziehen lassen, der bleibt saftig und der Kern ist auch durch. Man hat aber das Problem des Zeitmanagements, weil die Zeit, die es im Backofen ist, ist viel länger, als ich hier bräuchte, um jetzt nur noch schnell das Brot anzurösten. Will die Ente dann direkt auf das Brot schneiden und garnieren und auf den Tisch stellen. Das klappt aber nicht, weil es noch im Ofen ist. Auch alles nicht so ideal. Dann bin ich mal auf Sous Vide gekommen. Sous Vide, so aus dem Französischen, heißt sowas wie im Vakuum. Und Sous Vide, wenn die einen von euch als Schlagwort kennen, dann gare ich mir einfach mal ein Stück Fleisch vor. Das heißt, ich vakuumiere mir ein Stück Fleisch, pack das in ein Wasserbad. In einem Wasserbad ist im Prinzip nichts anderes als so ein Tauchsieder, der Zeit- und Temperatur gesteuert ist, ein sogenannter Sous Vide-Stick. Den stelle ich ein, zum Beispiel auf 60 Grad und sage, so, jetzt wirst du mal 90 Minuten lang bei 60 Grad erwärmt. Diese langsame Erwärmung mit 60 Grad heißt, dass das vakuumierte Stück Fleisch, in unserem Fall die Entenbrust, komplett durchzieht. Da ist nichts mehr roh. Die ist durchgezogen auf 60 Grad, damit noch super saftig. Hat aber keine einzige rohe Stelle mehr, auch nicht im Kern. Das kann ich mir dann zur Seite legen. Und wenn die Gäste kommen, dann packe ich das bloß noch aus dem Vakuumbeutel aus, schmeiße es in die Pfanne, von jeder Seite 2 Minuten scharf angebraten. Ich kann das super würzen, der Pfeffer verbrennt mir nichts, weil ich es ja nur ganz kurz in der Pfanne habe. Dadurch wird es warm und kross.
schneide es in die Scheiben, packe es direkt aufs Brot zusammen mit dem Orangensaft und allem, was ich eben abwürze. Da kann ich durch diese Vorbereitung, dass ich es vorher schon sous vide gegart habe, innerhalb von 10, 15 Minuten das Essen auf den Teller bringen, ganz frisch, wenn gerade die Gäste da sind. Und das ist eigentlich die Idee hinter dem Gericht, wie ich es heute euch zeigen werde. Der Vorteil ist, es funktioniert immer. Es gibt Kritiker am Sous Vide, die sicherlich zu Recht sagen, dass man einen etwas besseren Garpunkt noch etwas geiler hinkriegt, wenn man den Ofen benutzt. Ich will dem nicht widersprechen. Diese Zubereitungsmethode hat aber den Vorteil, sie funktioniert zu 100%. Das heißt, wenn ihr Gäste erwartet, seien es nur ein paar gute Freunde oder ihr wollt euer Mädchen beeindrucken oder was auch immer und was Schönes auf den Teller bringen, wollt ihr ja kein Risiko eingehen. Das muss funktionieren. Mit dem Sous-Vide-Garen funktioniert es. Das macht ihr irgendwann am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag. Zwischendurch ist vollkommen egal. Dann ist das Ding fertig. Und dann müsst ihr es am Ende nur noch einmal kurz in die Pfanne legen. Das kann nicht schiefgehen. Super Sache. Ihr werdet es gleich sehen. Wenn wir noch über Sous-Vide-Garen generell sprechen, sollte man sich darüber klar sein, dass man verschiedene Zeiten und Temperaturen braucht für verschiedene Fleischsorten und Größen. Ich kann natürlich alle Sous-Vide-Garen auch einen riesen braten, wenn mein Topf nur groß genug ist oder ich mache es in einem Wasserbecken in einer Wanne mit dem Stick, das ist ja gar kein Problem, dann muss das teilweise 5-6 Stunden drin bleiben. Ihr kennt das ja auch von dem Pulled Pork, was ihr macht im Räucherofen oder im normalen Ofen, da lasse ich teilweise 14 Stunden bei niedriger Temperatur im Ofen, sodass es wirklich zerfällt. Barbecue Ribs ist ja auch so ein Beispiel und Sous Vide ist eben auch so ein Beispiel. Wenn ein großes Stück Fleisch da ist, bis da die Kerntemperatur hoch ist auf 50, 60 Grad, je nachdem was ich haben möchte, das kann ein paar Stunden dauern. Heute reden wir aber ja über eine kleine Entenbrust, die ich vakuumieren werde, die braucht keine 5 Stunden. Wenn er im Internet mal ein bisschen Recherche betreibt, da gibt es die wildesten Rezepte von 66 Grad halbe Stunde bis 58 Grad 2 Stunden. Mein Erfahrungswert ist jetzt so, wenn ich würde jetzt nicht über die 60 Grad gehen, weil ich habe schon zu viele andere Sachen gemacht und ich finde 66, das ist mir persönlich jetzt echt zu viel. Ich werde mit der Ente auf die 60 Grad gehen und 90 Minuten machen. Da ist die Kerntemperatur auf jeden Fall erreicht und dadurch, dass ich die 60 Grad nicht überschreite, ist auch noch genügend Saft drin. Das werden wir dann sehen, wenn ich es rausnehme. Gut. Kommen wir zum Material, was wir brauchen. Wir haben hier einen Vakuumierer, ne, ganz einfaches Ding, 20 Euro bei Amazon, hält schon Jahre bei mir, vakuumiere ich fast jeden Tag mit irgendwas, super Sache, da kann man hier so Vakuumbeutel besorgen sich oder auch Schläuche, egal in welcher Größe, gerade wer viel selber macht, sein eigenes Hackfleisch herstellt und alles, sollte immer einen Vakuumierer da haben und wenn ich so wieder arbeite, brauche ich es eh im Vakuum, das heißt ein kleiner Vakuumierer macht Sinn. Ich brauche einen Topf, da steckt jetzt schon der Sous-Vide-Stick hier drin, ne, könnt ihr sehen. So ein Ding ist zeitgesteuert, temperaturgesteuert, könnt ihr alles einstellen, könnt ihr dann praktisch vergessen. Ihr packt die Ente da rein und stellt das auf 90 Minuten und dann geht er weg, macht irgendwas. 90 Minuten später kommt er wieder, ist die Ente fertig. Schöne Sache das, braucht auch kein Herd für, denn der Tauchsieder da drin erhitzt das. So ein Sous-Vide-Stick ist schon was teurer, 60, 80 Euro, sollte man sich also überlegen, ob man sowas haben will. Wenn man ihn aber hat, kann man ihn natürlich für 1000 verschiedene Sachen einsetzen und da lassen sich super Sachen mitmachen. Was wir sonst noch brauchen, ist eine Pfanne. Da wird am Schluss die Ente nochmal ja kräftig drin angebraten und wenn ich die dann entsprechend rausnehme, kommen die Brotscheiben rein zum Anrösten und damit ist unser Gericht ja auch schon fertig. Ihr seht, das Material ist übersichtlich, aber in dem Fall sehr speziell, weil vielleicht hat nicht jeder einen Vakuumierer und einen Sous-Vide-Stick. Überlegt euch, ob es nicht was für euch ist. Sind viele Möglichkeiten damit was zu tun, denn es ist ja nicht auf die Ente beschränkt. Ich kann Sous-Vide super geil große Rinderfilets vorbereiten, ich kann das Ganze mal mit Wild machen. Sogar dieses Rezept, was ich hier habe, kann ich mit anderen Fleischsorten machen und wird genauso lecker funktionieren. Die Liste der Zutaten ist ziemlich übersichtlich. Wie ihr seht, haben wir hier unsere Ente. Wir haben Orangen, zwei sind schon ein bisschen schrumpelig, da werde ich den Saft von verwenden. Wollen wir nichts verschwenden, wiederverwenden, wie mein Ältester immer sagt. Eine ist schön, da machen wir die Filetstücke draus. Butterschmalz, um das ausgelassene Fett ein bisschen zu verlängern. Die Ente hat nicht so viel, dass es für eine größere Menge Brot reicht. Toastbrot, ganz einfach. Ihr könnt auch euer eigenes Brot backen, irgendein schönes holen. Vielleicht habt ihr noch was da. Funktioniert aber auch mit Toast. Salz brauchen wir natürlich, um jeglichen Geschmack hervorzuheben. Und ich habe hier eine Pfeffersymphonie von Ankerkraut. Viel mehr brauchen wir nicht, damit sind wir schon beim ganz tollen Gericht. Ihr könnt natürlich beliebig noch was dazufügen, wenn ihr in andere Geschmackswelten eintauchen wollt. Beim ersten Versuch rate ich euch, bleibt bei den Basics, macht es genau so, das wird prima. So, wir sind jetzt fertig hier zum Würzen. Ich habe die Orangenente aus einer
Plastiktüte befreit, um sie gleich in die nächste wieder reinzustecken. Aber so ist das. Wir nehmen die schöne Pfeffersymphonie von Ankerkraut. Und zwar reichlich. Ente kann reichlich Pfeffer vertragen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir keine Angst haben müssen, das Ganze in der Pfanne anzubrennen, dass der bitter wird, sondern dass der ja sous vide gekocht und dann nur kurz angebraten wird, können wir den auch so reichlich verwenden. Ihr seht, beim Salz bin ich auch großzügig. Reibt das erstmal schön ein. Und sorgt dann dafür, dass die Unterseite genau sowas kriegt. Ja, ein bisschen abstreifen. Ja, so muss das sein. Schaut euch das an. Herrlich. Ne? Nicht zu wenig Geschmack dran. Die Ente kann ruhig gut eingerieben sein. Jetzt packen wir die hier ins Gefängnis. Und nutzen unseren Vakuumierer. So, dann sind wir fertig. Das sieht gut aus. So können wir die Ente gleich ins Wasserbad geben und damit werden wir dann auch entsprechend arbeiten. Ich werfe jetzt den Sous-Vide-Stick an. Den kann man ganz normal steuern, kann man die Temperatur einstellen. Ich werde mal auf 60 Grad gehen. Bei der Zeitsteuerung 1,5 Stunden einstellen, denn so groß ist das Fleischstück nicht, was wir haben. Und gebe unsere Ente, vakuumiert, gewürzt, einfach mit rein. Mehr muss ich jetzt nicht mehr tun. Der Sous-Vide-Stick ist wie ein Tauchsieder, der erhitzt jetzt langsam das Wasser hoch auf die vorangestellten 60 Grad und macht nach 90 Minuten Piep-Piep. In der Zeit kann ich was anderes machen und dann ist die Ente komplett einmal auf 60 Grad im Prinzip durchgegart. Kann man so dann natürlich noch nicht schön essen, aber es gibt keine rohen Stücke mehr drin. Und genau da wollen wir hin. Dann wird es nur noch frisch angebraten, wenn es auf den Tisch kommt. Der Sous-Vide-Stick hat jetzt gepiept. Die Ente war also 90 Minuten drin. Bei ungefähr 60 Grad. Die ist jetzt also auf jeden Fall komplett überall durch. Ich zeige das mal hier so ein bisschen. Da hat sich natürlich auch Fleischsaft drin gebildet. Den werden wir gleich aufheben. Das heißt, ich hole die Ente hier raus, sehe zu, dass ich den Fleischsaft auffange mit der Marinade, denn wir wollen da Flüssigkeit haben für unser Röstbrot. Das ist auch wichtig. Dann räume ich hier ein bisschen was weg, schaffe ein bisschen Platz für uns und bereite alles vor, dass wir in die letzte Stage gehen können, um das Ganze zuzubereiten. Wir starten jetzt ein wenig mit der Zubereitung. Wie ihr seht, habe ich hier alles schon ein bisschen zurechtgelegt. Die Ente ist da. Ich habe hier die zwei etwas schrumpeligeren Orangen schon, die ich aber nicht wegschmeißen will. Den Saft kann man noch super verwenden, den brauche ich sowieso für die Marinade. Eine schöne Orange, wo ich Filetstücke dann rausschneiden werde. Und ich habe mich entschieden, 4 Scheiben Toastbrot zu nehmen. Beim Toastbrot werde ich jetzt einfach den Rand ganz grob abschneiden. Das Innere kann man super rösten. Und das Äußere überlege ich mir noch, ob ich damit vielleicht noch irgendwas verwenden kann. Die Orangen selbst werden jetzt in diese Tasse hier gegeben, in der schon der Fleischsaft aus der Vakuumpackung drin ist. Wunderbar. Das heißt, wir erhalten eine ganz gute Flüssigkeitsmenge. Das ist auch durchaus wichtig, denn ich möchte das Brot nicht einfach nur trocken rösten, sondern das soll richtig mit der Flüssigkeit durchdrungen werden. Den Geschmack von Ente, Orange, Pfeffer, alles was wir so eingelegt haben. Gerne auffangen, wenn man kann, ne?
Wunderbar. Pfeffer ist ja schon ordentlich an der Ente dran. Ich gebe jetzt hier tatsächlich nur noch ein bisschen Salz drauf. Gar nicht mal so viel, wie ihr seht. Und dann bin ich mit der Grundmarinade hier schon fertig. Ich werde jetzt als nächstes die Ente in der Pfanne erhitzen. Dann kommt der Saft später dazu, zusammen auch mit dem Butterschmalz, dass eine richtige Flüssigkeitsbasis entsteht. Die Ente nehme ich dann raus, wenn sie entsprechend fertig ist. Und die wird dann mit dem Brot getauscht, das heißt, das Brot saugt sich voll, wird geröstet. Entenscheiben kommen drauf und am Schluss die Orangenfilets. Werdet ihr gleich sehen. Die Pfanne hat jetzt Hitze bekommen. Jetzt werde ich die vorgegarte Ente einfach so hineinlegen. Auf die fette Hautseite. Und einfach mal auslassen. Man kann die auch noch einritzen und so. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ihr müsst mal ausprobieren, was für euch besser funktioniert. Gerade wenn das Sous-Vide vorgegart ist, weiß ich nicht, ob Einritzen immer so die allerbeste Idee ist. Aber probiert ruhig mal damit rum. Während das Ganze jetzt hier so ein bisschen Hitze kriegt und anfängt sich auszulassen, bearbeite ich ganz einfach die Orangen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich noch den Butterschmalz da. Generell könnt ihr natürlich die frischen Orangen oben drauf sowieso weglassen. In meinem Fall sind jetzt die Orangen sowieso schon ein, zwei Tage älter. Das ist nicht mehr ganz so schön. Aber die wollte ich jetzt wirklich nicht wegschmeißen, sondern wenn man es noch irgendwie für ein Essen verwenden kann, dann versuche ich das immer. Wenn ihr jetzt Gäste da habt und wollt ein richtig schönes Essen machen, dann sorgt natürlich dafür, dass ihr noch eine ganz frische Bio-Orange habt, die ihr oben drauf packt. Das ist dann schon das Schönste. So werde ich sehen, dass ich jetzt die unschönen Stellen, den Strunk, ein bisschen abnehme. Ah, da ist auch noch Saft drin, das geht noch. Weil das Schöne ist, dass gerade der frische Teil oben drauf nochmal ein gewisses Aroma an die Ente abgeben wird. Wenn ein Großteil der Soße ja vom Brot aufgezogen wurde. Das heißt, ich habe diese Orangenfett Entensoße in dem Brot stecken, das Entenfleisch obendrauf und als Topping dann nochmal eine reine Orange. Kann man natürlich nochmal mit grünem Pfeffer oder so garnieren. Werde ich aber in dem Fall jetzt nicht tun, weil ich schon relativ viel Pfeffermischung dran habe. Wenn ihr mal guckt, seht ihr hier die Flüssigkeit, wie das ausgelassen wird. Ja, genau so muss das sein. Ich gebe jetzt schon mal ein bisschen was von der Soße dazu. Den Butterschmalz. Und mach mal ordentlich Hitze auf der Ente. Wir wollen es ja bloß 2-3 Minuten garen. Da kann man dann schon mal ein bisschen Dampf geben. Steigt mir schon so ein Orangengeruch in die Nase. Der macht Spaß. Ah, seht ihr hier auch so eine Bräune? Mir reicht das noch nicht. Ich werde jetzt noch eine Minute richtig Power geben. Thank you.
Das sieht fertig aus. Also knapp 2 Minuten von jeder Seite. Ich stelle jetzt ordentlich runter. Muss mir über den Kern überhaupt gar keine Gedanken machen. Das ist ein richtiger Vorteil dabei, weil das eben so wie vorgegart wurde. Ich habe die Pfanne jetzt kurz eine Minute runterkühlen lassen, nicht ganz. Ich werde meine Toastscheiben jetzt in diesen Sud legen. Die saugen das natürlich jetzt auf wie ein Schwamm. Kann man auch schön mit Weißbrotscheiben oder sonst was machen. Und in der Zwischenzeit einfach mal meine Ente anschneiden. Ah, rosig in der Mitte, guckt euch das an. Ach, sieht das fantastisch aus. Ich krieg so einen Hunger, ihr glaubt gar nicht, was für einen Hunger ich gerade habe. Wenn ich das schon sehe, ist ja sowas von unglaublich. Die Fettschwarte ist noch leicht da, leicht angekrost. Innen drin absolut perfekt und weich. Wir haben gemacht 90 Minuten bei 60 Grad, das war eine sehr gute Entscheidung. Ganz fantastisch. Das Brot direkt mal wenden, das wird schon kross. Zieht hier den gesamten Sud auf. Ja, Geschmacksaroma, die Orange kommt sehr intensiv durch. Ich denke, man kann ja auch super mit anderen Aromen noch arbeiten. Wer Ingwer zur Orange geben will, hat bestimmt hier einen Winner. Wenn ihr anderes Fleisch mal statt der Ente verwendet, vielleicht ein Wildschwein oder so, würde ich vielleicht in eine andere Geschmacksrichtung gehen. Sicher geht das auch super mit Rind. Ich habe ja selbst Rind schon sehr viel Sous-Vide gemacht, aber noch nicht so auf Toast. Kann man aber bestimmt tolle Sandwich-Varianten draus machen und dazu dann eine richtig geile Barbecue-Soße. Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Ganz tolle Sache. So, jetzt habe ich hier 4 wunderbare Toastscheiben. Durchgerüstet, voll Geschmack, mit Entenfett, Butterschmalz, Orange, Salz, Pfeffer. Mehr kann man da nicht erwarten. Den Herd noch aus und dann richtig mal an. So, wir nehmen die Orange direkt auf das Brot, vielleicht 2 Scheiben pro Toast. Wer jetzt Gäste hat, nimmt vielleicht nicht gerade die Finger, wie ich es mache, aber da ich es in dem Fall selber essen werde, bin ich da jetzt auch nicht fies mit. Die Endstücke hebe ich mir auf, die gibt es dann so als Fingerfood. Ein Stück zum Probieren für jetzt. Fantastisch. So, nun mal gerade. So. Und dann sind wir auch mit dem Anrichten fertig. War doch ganz einfach. Sprechen wir noch kurz über Ziele. Ziel dieses Videos war es ja ganz klar zu zeigen, es gibt einen sicheren Weg, diese Orangenente herzustellen. Die schön zu kochen. Wenn ihr abends Gäste habt und ihr wollt 100% sicher sein, dass das nicht schief geht, dann ist Sous Vide einfach ein Weg, da klappt die Ente immer. Es werden euch andere Leute sagen, dass es besser ist, das im Ofen zu machen, als Sous Vide mehr Geschmack rauskommt, die mögen recht haben. Aber die Sache ist, wenn es nicht sicher klappt und ihr habt die Gäste abends da, ist es ärgerlich, gerade beim schönen Produkt wie einer Ente, kauft ihr eine gute Ente, ist ja auch teuer. Da möchtet ihr, dass das wirklich gelingt, dass das ein Geschmackserlebnis wird. Sous Vide ist ein Weg, das Ding 100% safe auf den Tisch zu bringen. Ihr habt vor allem gesehen, die Vorarbeit ist toll. Die kann man schon vormittags, mittags, nachmittags irgendwann machen. Abends wird es nur in die Pfanne geschmissen. In 10 Minuten ist das Ding fertig.
Wenn ihr euch entscheiden solltet, Sous-Vide mehr auszuprobieren, euch so einen Stick zu leisten, der kostet ja ein paar Euro, dann solltet ihr natürlich auch andere Gerichte damit machen. Ein bisschen Rindfleisch malen, ein Wild, da kann man die tollsten Sachen mitmachen, gerade für jetzt so Rindfleisch-Sandwiches, ein Filet Sous-Vide vorgaren, scharf anbraten, in Scheiben schneiden, auf ein Sandwich setzen mit der richtigen Barbecue-Soße. Die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht konnte ich euch inspirieren. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Wir sind damit fertig für heute. Hier zeige ich nochmal das Endprodukt. Das kann man natürlich noch beliebig pimpen. Man könnte jetzt auch noch verschiedene Süßchen darüber geben oder ähnliches. Käse überbacken würde ich jetzt nicht empfehlen, wie man es bei so Sandwiches macht. Wenn ich da Rindsous-Vide herstelle, kann ich ja auch eventuell dann nochmal ein Sandwich draus machen, Käse überbacken und so. Passt für mich bei Ente nicht. Könnt ihr selbst gerne mal ausprobieren. Ich bin mit dem Endergebnis sehr glücklich und hungrig und freue mich drauf. Und damit sind wir auch am Ende von meinem Video zur Orangenente. In dem Fall war es eine Entenbrust mit Orangenstücken auf Toast. Verschiedene Variationen davon sind möglich, haben wir schon erwähnt. Ich zeige es noch einmal an die Kamera, was ich gleich für mich schön essen werde. Ja, da bekommt man Hunger. Ich auf jeden Fall. Aber ihr könnt es natürlich auch nicht so riechen wie ich. Es ist gerade noch warm, deswegen werde ich es jetzt essen, wo es noch schön ist. Sachen selber machen, immer eine gute Idee. Sachen selber kochen, immer eine gute Idee. Bleibt gesund, habt Spaß beim Kochen. Ich freue mich aufs nächste Mal.